Müssen wir eigentlich nur noch warten, bis seine letzten drei Kanonen eingetroffen sind. Oh, die erste trifft hier schon ein. Da ist eine eingetroffen, bevor die letzte von ihm eingetroffen ist. Das ist auch interessant. Oh, ihr habt keine Steine mehr. Ihr habt wirklich keine Steine mehr, das ist schade. Dann dürftet ihr hier unten auch keine Steine mehr haben. Der hat nicht genug Ems, um irgendwo reinzukommen. Er schon. Also sollten wir... hier unseren Großangriff starten. Und dich hierher ziehen. Werdet angegriffen. Oh, er hat den Angriff sogar schon wieder abgeblasen. Schlacht gewonnen, gerade mal drei Kanonen verloren. So, die Schlacht ist auch gewonnen. Damit haben wir Prinz Krüger eigentlich besiegt. Er könnte uns zwar immer noch mit der Armee angreifen, aber wirklich besiegen kann er uns auch nicht mehr. Ja, unser lieber Albert hat leider ordentlich auf die Plauze gekriegt. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Großartig. Krügers Tag ist gezählt und mit ihm der Einfluss der Doppelkönige auf unserem mittelischen Eiland. Ich hatte hier bereits den Fluchtplan erwähnt, den ich für euch ausgearbeitet habe. Und endlich kann ich ihn offenlegen. Wie ihr vielleicht wisst, fürchten Seeleute der ganzen Welt die tantrischen Küste wegen ihrer tödlichen Riffe. Leider liegen die Nordinseln außerhalb der Gefahrenzone,
Flüchtlinge können von hier aus zwar die sieben Weltmeere befahren, aber werden niemals die tansanische Küste lebend erreichen. Ohne genaue Seekarte und ein windiges, robustes Schiff habt ihr keine Chance. Doch verzweifelt nicht, es ging Gerüchte über einen berühmten Navigator mit präzisen Seekarten für die Nordinseln um. Diese Karten sind eure einzige Hoffnung, das tansanische Festland zu erreichen. Der Navigator hat seine Ausrüstung auf einer anderen Insel nicht fern der unseren versteckt. Wir müssen eine Expedition ausrüsten und sie mittels eurer Handelskarte ausschicken, um die Ausrüstung aufzunehmen. Also das hier. So, verleihen wir uns auch die beiden Sektoren noch ein. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsausbau. Ihr habt die Seekarten gut gemacht. Jetzt könnt ihr die tödlichen Klippen umschiffen und das Festland erreichen. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Schiff. Krüger hat die meisten seiner schweren Kurken zurückgelassen, aber wenn ihr nicht wollt, dass euer Rumpf von scharfen Korallen aufgestatzt wird, würde ich zu einem Küstensegler mit geringem Tiefgang raten. Zufällig bin ich der beste und einzige Schiffsbaumeister weit und breit und überaus gewillt, den Befreiern der Nordinseln hilfreich zur Seite zu stehen. Besorgt mir nur genügend Bretter, Stoff, Wolle und Eisen und ich mache mich mit meinem Gesang so reich ans Werk. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Okay, wir bräuchten dafür allerdings mehr hiervon. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Prestigebelohnung. Brauche ich noch mehr Waffen. Also die Bretter, das Eisen und die Wolle sollten schnell gehen. Weil davon ist alles recht vorrätig. Eigentlich kann ich Garn einfach kaufen. Ja. Ganz ehrlich, da machen wir es schnell. Oh, wir haben das Eisen sogar schon. Auch gut.
da kommt die Wolle noch, die wir benötigen. Als ein Händler, oder? So, jetzt. Ich würde sagen, geben wir mal Speed, dass der schneller ankommt. Schade, dass ich den nicht einfach verfolgen kann. Dann verfolgen wir ihn halt so. Jo, da flitzt er. Da ist ein schwitzendes Stück der Straße nicht ausgebaut worden. Egal. Also ja, er hat seine Koggen zurückgelassen. Also Koggen sind schwere Schiffe eigentlich. Ja, für was auch immer der Walfanghafen jetzt noch gut sein soll. Da ist mein Händler. Da ist unser Händler, besser gesagt. Lup. Jetzt rast er hier durch die niedergebrannte Handelsstadt. Jetzt geht da gleich das Tor auf. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Fahrt bereit. Es war kein leichtes Unterfangen, aber es hat sich gelohnt. Und ich glaube, ich habe mich selbst betroffen. Es ist eine wahre Schönheit geworden. Gebt gut darauf Acht. Viel Glück. Da ist unser Schiff. Kein Kram darum, dass wir es geschafft haben. Oh, wenn endlich liegt diese gottverdammte Gefängnisinsel hinter uns. Unterwegs konnten wir sogar noch Gutes tun, die ansässigen Siedler von Krügers Tyrannei befreien. Sie zählen nun zu unseren Freunden. Aber jetzt ist es Zeit für den Gegenstand. Wir müssen Konradin und Baldos entgegentreten und ihrer Doppelmonarchie ein Ende bereiten, bevor es zu spät ist. Wir müssen das Volk von Tadrin hinter uns scharen, möge der Aufstand losbrechen. Herzlichen Glückwunsch. Jo. Ihr habt gewonnen. 1500 Mützen. Und wir können zurück zum Menü. Yay.
und landen hier draußen. So, damit haben wir Flucht aus dem Norden. Da steht die Kanonengießerei, aber wo war die Kanonengießerei bitte? Also ja, gut. Die nächste Mission Glaubensbündnis sehen wir dann uns beim nächsten Mal an. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.